bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in the one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Hallo Leute, heute startet endlich mal wieder eine neue Serie von mir. Und zwar, die Weihnachtsserie fängt an. Ich weiß noch keinen Namen, aber naja. Heute startet die erste Episode und sie werde immer Mittwoch hochgeladen. Und es geht um Weihnachtsdekoration. Das ist meine alte und dann habe ich bei Galerie Kaufhof noch ein paar kleine Sachen gekauft. Neue Sachen und ja, lass uns anfangen. Okay, so als allererstes müssen wir natürlich was ans Fenster machen. Ich finde das so cool, dass dass immer sowas am Fenster hängt. Deswegen habe ich mir so einen silbernen Stern geholt, den ich jedes Jahr an meinem Fenster dran habe. Und ich weiß gar nicht mehr, von wo wir den haben, weil den haben meine Eltern mir gekauft vor ein paar Jahren. Und ich liebe ihn einfach. Da ist auch so ein kleiner Stecker oben an meinem Fenster und dann hängt man den einfach dran und steckt ihn an. Und ja, dann tut man halt noch die Vorhänge gescheit hin und dann ist man auch fertig. Okay, so, jetzt kommen wir mal zu so einem kleinen Fach, was ihr bestimmt schon öfters gesehen habt. Und ich finde das einfach, es sieht so leer aus und ich finde, da muss man einfach irgendwas für Weihnachten hin tun. Und deswegen bin ich extra zum Galeria Kaufhof und habe mir noch ein bisschen Weihnachtsdeko gekauft, damit mein Zimmer auch wirklich dann weihnachtlich aussieht. Und da habe ich dann so Serviette gefunden, weil es gab keinen, ich wollte eigentlich erst so ein Tuch und das gab es halt nicht. Und dann habe ich mir so, dachte ich so, ja, ich für meine Farben in meinem Zimmer weiter mit lila, braun und weiß. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, so lila, pinke Servietten zu nehmen. Und dann in die Mitte habe ich so einen Kerzensternhalter und zwei Weihnachtsfiguren. Und dann habe ich die Wild Cranberry Kerzen von Galerie Kaufhof, die wirklich so gut riechen, da reingetan. Und ja, dann ist die Weihnachtsdeko auch schon in diesem Bereich fertig. Okay, so, man sieht jetzt gerade, wie ich meinen Tisch, der immer neben meinem YouTube-Video steht, dekoriere. Und da habe ich auch nochmal so eine Serviette genommen. Und dann habe ich meinen falschen Weihnachtsbaum genommen und habe den einfach mal losgeleuchtet. Und dann habe ich ihn auseinander gemacht. Und dann dachte ich mir so, ja, so sieht er aber langweilig aus. Und habe mir noch ein paar kleine Weihnachtsdekos mitgenommen und auch so einen Holzengel, den ich von einer Nachbarin bekommen habe vor ein paar Jahren. Und ja, den finde ich so süß. Und dann haben wir halt noch so ein bisschen Weihnachtsschmuck auf den Christbaum getan. Weil ich dachte, so sieht der ein bisschen langweilig aus und deswegen sind es auch nur vier geworden. Und ja. Dann haben wir halt diese Dinger dahin getan. Das sind so Engel und so ein Schaukelpferd, also wirklich weihnachtlich und so ein Stern. Und dann dachte ich mir noch so, ja, meine Kerzen, die ja da immer stehen, tue ich einfach auch hin. Und ich hatte da noch zwei Weihnachtskerzen und eine Malkette und dann ist fertig. Okay Leute, so das war meine Weihnachtsepisode und zwar die erste und zwar mit Weihnachtsdeko. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, einfach Daumen hoch. Und ja, wie gesagt, die Weihnachtsepisode wird jeden Mittwoch hochgeladen. Es sind 5 Episoden und es sind noch 4 Wochen bis Weihnachten. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, das war es auch schon. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns am Sonntag. Nein, wir sehen uns morgen. Und zwar für ein neues Video, was zwar nicht gefragt wurde, aber ich dachte, ich mache es einfach mal. Und ja, wir sehen uns dann morgen. Tschüss, hab euch lieb.